Chat irgendwann Schwansee gone wrong. Und absolut Ja, ja. das war Zerteiler gestern, glaube ich. Zerteiler? Ich weiß gar Glaube nicht mehr. Ich es. habe das. Hey, Ah, Doom fängt an. hey, Ah, hey, es ist Doom come on. 2. Okay. This is Scythe. Verdammt. Doom Scythe. That's a Verdammt. megawatt. Not like the wad, but the megawatt. Exo? Ja, Megawatt. was denn? Was ist So, los? that's a very good iWad. Wollte iWad Dings. megawatt. Hat Hoffnung, dass du es noch nicht Shot siehst. fired first. Can I do the rest? On commentary we have Craft Lab. Ja. Tezuro? Yeah, I'm looking at Level you. Ultra Violence. Na, And dann lass mal myself. gucken. Ich verschwinde dann aber auch Oh ja. wieder. Tschüss, Downey. Tschö. 21 Minuten. Ultra fine. Let's go. Boah, 11, PB von Shock Blast ist 11:42, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Oh, wir machen Zeit gut, sehr schön. Ja, wenn's passt. Ich sag mal so, es sind ja so bei Doom schon standardmäßig viele Gegner. Hier sind's nochmal mehr. Deutlich mehr. Okay. Ja, also wie man sieht, Gegner werden so weitestgehend einfach stehen gelassen. UV Speed ist Ultra Violence und das Speed steht für einfach so schnell wie möglich durchspielen. Dann gibt es noch, wo dann 100% Secrets und 100% Monster haben musst, um ans Exit zu kommen. Und es gibt da zig, ja, Mods würde ich, ist es eine Mod? Ich glaube, es zählt als Mod an sich. Es gibt einiges. Es gibt sehr viele Kategorien. Dann gibt es noch Nightmare, 100% Secrets und es sind einfach verschiedene Kategorien. Sind keine Mods, es sind für Kategorien einfach nur fertig. Okay, und der Zeit Ja. steht für. Zeit ist. Gut, was war Zeit? Ich hab's mir aufgeschrieben, ich hab's mir aber nicht abgespeichert, ich Depp. Ja. Ja, ne, ist gut. Aber wie wir halt sehen, hier in üblicher Doom-Manier durchgehen, schnellstmöglichst zum ja, Level-End-Trigger und ja. Richtig, Lucifer. Bei Blood gab es sogar einen Cheat für mehr Blut und noch mehr Brutalität. Ist ja so nicht schon brutal genug gewesen. Ja gut, Studio, ne? Gute ID Software. Oh Publish ja. von CD Software Entertainment, damals sogar noch mit. Released 94. Es hat schon so viele Jahre auf dem Buckel. Und dann war es wirklich von 94 durchgehend bis 2011 auf dem Index. Ja, das muss man sich mal geben. Ursprünglich rausgekommen CD und 3,5 Zoll Diskette. Oh. Ja. Wie viele Disketten hat's gehabt? Ich. Boah. Lass mich lügen. 4 Stück waren es, glaube ich, sogar. Es waren einige. Wow. Ja. Okay. No. So, jetzt kommen ein paar kleine Rocket Jumps. Hat er geschafft, perfekt. Sah ziemlich nice aus. Ja, wie man sieht, Ultra Violence, ne? Frisst mal Schaden ohne Ende. Soll ja nicht langweilig werden bei der ganzen Sache, ha? Ich hab's mal das erste Doom normal auf. Nightmare sogar. Ey. Das war abartig, bis ich die erste Episode überhaupt mal fertig hatte. Wie viele Episoden hat Doom 2 eigentlich? Doom 2 selbst, Gott, wie viel waren das? Weil es gibt ja hier noch die, wie heißt's? Du, Ultimate Doom, danke. Genau, das habe ich gesucht. Gab es ja auch noch zusätzliche Episoden und einiges. aber das normale Doom 2 hatte Master, genau, Master Level of Doom gab es noch für Doom 2, no Reset for the Living. Aber Hell on Earth so hatte. Eins. Gott, 5 Episoden waren es, genau. Grüß dich, Zerteiler. Meinst du, Tyler? Kommst gerade richtig. Ja, Naga, da stimme ich dir zu, da war Nightmare wirklich Nightmare. Da bist du halt an den ersten zwei, drei Zombie-Soldaten mal direkt verreckt, wenn du nicht aufgepasst hast. Ich Deswegen, meine, ja.
Es ist ja so, dass die früheren Spiele immer als anspruchsvoller ja, galten als die, die man heute dann ja, in den Läden sieht. Ich meine, man hat bei einigen Spielen auch versucht, halt mit einem Schwierigkeitsgrad die Spielzeit ein bisschen zu strecken, dass du sagst, ja, ich habe dafür jetzt 40 Euro ausgegeben, ich habe da jetzt 5 Wochen dran gesessen, das hat sich gelohnt. Ja, das stimmt. Also Doom 1, boah, da habe ich auch einige Wochen dran gehockt, bis ich komplett durch hatte. Also auch Schwierigkeitsgrad technisch und so. Also das war nicht mal ein paar Stündchen so oder ein paar Tagen, nein. Was? Ja. Falls ihr euch wundert, warum wir nicht sonderlich viel zum Run sagen, ich meine, letzten Endes Keycards holen, durchlaufen. Es ist halt schwer bei den alten. Ich nenne es einfach mal Build Engine, weil es alles auf der Build Engine basiert, auch wenn es die Doom Engine ist. Die sind schnell. Was bei Doom jetzt zum Beispiel bei den anderen Build Engine nicht konnte, war springen. War damals mit der Doom Engine nicht möglich. Warum auch? Braucht man nicht. Nö. Also du konntest zwar von Kante zu Kante springen oder so, also einfach drüber laufen, aber das war's dann auch schon wieder. War das nicht bei Doom auch, wenn du, ich sag mal, einen Gegner auf einer höheren Ebene hast und, ich sag mal, ja, nicht nach oben gezielt, sondern geradeaus gezielt, hast du ihn trotzdem getroffen? Genau, Auto-Aim. Ah. Ja, Brutal Doom, Richard, das ist ja wieder eine Mod. Da kannst du ja auch Spiel auf 3D umstellen, also Anführungszeichen 3D einstellen. So, da war doch schon Bloodbath. Ja, er ist bis jetzt einmal gestorben. Ist bei Ultra Wireless nicht auszuschließen. An seinem Run ist er echt sauber durchgekommen, also... Die Carco Demons, ich liebe sie. Sind die so gut? Okay. Na, generell sieht das sehr, sehr fluffig aus, was hier gerade passiert. Ja. Dafür, dass sie halt wirklich solche Massen an Gegnern sind. Also, ja, so im normalen Doom sind ja schon echt viele Gegner, aber hier. Wunder mich, auf wie viel FPS das Spiel gelockt ist. Kann ich hier gerade gar nicht sagen, bin ich ganz ehrlich. Wenn ich raten müsste, wären es 60, aber ich kann halt nur raten. Ja. Weil das Problem ist ja, viele Spieler aus der damaligen Zeit, die halt noch auf DOS-EDC liefen, die hatten keine Framebegrenzung aufgrund dessen, dass der Computer ja eh nicht mehr konnte. So, genau. Das verursacht halt zur heutigen Zeit, wenn du es dann anders laufen kriegst, dann, ja, ich nenne es mal einen Speedboost, bisschen geht nicht mehr. Deswegen halt meine Vermutung, dass es halt auf eine gewisse FPS-Zahl gelockt ist. Also passt. Er musste auf dem Altar sterben. Er musste sterben. Er musste auf dem Altar sterben. In seinem Run ist er zumindest gestorben. Ja, das sah gut aus. Und weiter geht's. Ja, Veni, das sind sie. Da kann ich dir nur zustimmen. Ich weiß, warum ich es nicht mache. So, aber wie gesagt, also man sieht, dass sie halt Gold, also dieses Skype ist eine Mod. Und man sieht, sie haben nicht an Gegnern gespart. Ja, genau, Naga. Doom in 300 FPS, verwirren durch Speed. Da bekommt der Begriff Speedrun eine ganz andere Bedeutung. Ja. Naja gut, bei Doom 2016 musst du ja mindestens... Nee, da waren es mindestens 200 FPS haben, aber... Ja. Na, ja, er ist sehr schön, Rocket. Chip hat funktioniert. Und? Ja. So, Unsterblichkeit hat er jetzt eben eingesammelt, was man im Doomguy-Gesicht unten schön sehen kann. Weißt du sogar noch die Cheats von damals? Oh Gott. Ja, das hat sich damals so eingebrannt. IDDQDEDDKFA. Gibt's auch so schöne, genau, so schöne Achievements bei Doom 2016, wenn du bestimmte Sachen abgeschlossen hast. Wenig kennst du auch noch, ja. Was, Französisch wieder vorne bei Stalker, so eine Sauerei. Na Leute,
Wir wollen Russisch. Weißt du, Stalker gehört? Ja, mehr gab's, glaube ich, nicht wenig, weil das eine war Unverwundbarkeit, das andere war alle Keys und alle Waffen und ja, hier sieht man eine kleine Masse von Imps. Und noch ein Dings, Cyber Demon. Hat der getriggert? Ja, der Trigger Ah, hat gezündet. ID Clip gab's noch, stimmt. Stimmt, für No Clip, so. Jetzt muss er sterben. Ja, und die Gatling Commanders, die au. Ah. Ist er festgegangen. Ja, der Damage von Baron hat ihn da noch ganz schön reingedrückt. Ja, vor allem der Nahkampfangriff von den Barons, der macht, glaube ich, 60 oder 70% Schaden fast. Scheiße. Halt super eklig. Du kannst dich mit der Pistole einfach nicht wehren. Ich meine, also das Respawn geht ja relativ zügig, weil du letzt einfach mal zack wieder da zur heutigen Zeit zumindest. Ja. Ah, hat das geschafft. Oh, aber ganz knapp mit 3%. Holy shit. Ey, hat's geschafft. Uff. Ja. Ah, die doppelläufige Schrotflinte, wer kennt sie nicht? Classic. Eine der geilsten Waffen in der Doom-Geschichte. Absolut Classic. Ja. Boah, ja, da war das Gegner Angie nicht so geil. Uiuiui, das ist aber auch eng, ey. Bei Hits hat er, ja, jetzt hat er gerade die Bubble eingesammelt, hat mal eben 193 Health, wo mal eben 80 runter sind. Autsch. Ey, ey, ey. Oh, der Cyber. Okay, der Ah, Cyber Demon hat. Benny. BFG steht für Big Fucking Gun. Big Force Gun hieß es ursprünglich. Es ist die Big Fucking Es ist Gun. die Big Fucking Gun, ja, aber. Nein, hallo. Aber es wirkt halt dann im Nachhinein so ein bisschen einfallslos. Ja, Big Force Gun, okay. Vor allem, was einem halt auch massig auffällt. Archvials, ne, hauen wir massig rein. Genauso wie Revenants. Und das ist halt, die Archvials machen halt so viel Schaden. Gute Nacht, Alex. Nachti. So. Das ist eins der ätzendsten Level. Ich sehe schon. Massig Barons. Weil, hey, die machen ja auch keinen Schaden, nein. Revenants! Sind ja nicht nur überall Und noch mehr Glockenkugeln. Revenants. Nein. Dann packen wir zwischendurch ein paar Imps rein, ein paar Baron of Hells, weil damit es nicht langweilig wird. Er hat gerade gespeichert, damit er Der rein. Cyber Demon darf natürlich auch nicht fehlen, Pinkies auch nicht. Ach, wenn dann alles. Autsch. Ja, aber ich sag ja, das, also da das Buff wird, ey, das ist so heftig. Wahrscheinlich auch so Mastermind. ein Run-Killer, der die Stage. Nekopol weiß ich gar nicht. Gibt wenig korrekt. Ja, wenig. Deswegen spielt man auch Seraphim, weil Seraphim geil sind. So. Wie Unverwundbarkeit? Richtig. Ein paar Kako-Demons, die halt von der Decke kommen, meinen, hey. Hat ja sonst nichts zu tun, gell? Ja. Da noch ein paar Fliegeviecher, dann noch die Viecher und das Viecher Ja, und. und Massive Revenants. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Ja. Das ist Serious Sam-Variante von Doom, so ungefähr. Und Archvials, hey, tun ja auch nicht wiederbeleben, nein. Oh, so. Und jetzt ganz viele Mancubus. Alles. Baron. Also liegt halt so viel Health. So viele Lost Souls. Oh. Und ja, sehr schön durchkommen. Wuhu. Ich meine, der Runner weiß natürlich, wo er lang muss. Ich glaube, beim ersten Mal wird es so aus, man stehen so A, Ja. warum so viel und B, wo muss ich eigentlich hin?
Jo. Und weiter geht's im Quadrat. Oh, so this is a very unique level, actually. Oh. So this is run from it. This level is done. If you can't beat this level without straight running. That's the thing. Because there is a voodoo doll. Voodoo doll. Ey, wenn es seit 3 Monaten im CD-Laufwerk liegt, Neko, dann würde ich es langsam mal rausholen. Also in der ersten Episode von Doomskive gibt's 10 Maps. Und jetzt muss er halt wirklich viel Damage fressen an dem Level. Warum dich? Weil er sonst nicht gescheit durchkommt. Ja. Genatzt. Ich meine, Damage Boost in allen Ehren, aber irgendwo ist dann auch ein Punkt, ja, wo ich sagen würde, also irgendwo tut mir der Doomguy dann auch leid. Ja, du bist ja von überall beschossen, egal wo du hinläufst. Ja, Wedi, das hatten wir doch eh vor. Eben. Ich sag nur Grabsteine. Einfach Sprung ins Schwarze wird schon nicht schief gehen, was? Ich bin neben dem auf die Idee gekommen, da reinzuspringen. Vor allem, wenn du mal überlegst, wie fluffig in Anführungsstrichen hier unser Runner durchläuft auf moderner Hardware. Und ja, was unser Rechner sich da damals ein abgemüht hat. Ja. Ey, ist eigentlich schon. Das ist ein Augenschmaus, doch, doch. Und die Skyve-Mod beinhaltet insgesamt 32 Level. Und ist 2003 released worden. Time. Nö, wusste ich nicht wenig. Das geht mir alles viel zu schnell. Ja, so sind die guten alten Spiele. Also ich fand's fluffig. Brauch aber mehr Content. Ich lieb die alten Spiele einfach. Also das Doom gerade, das hatte schon so ein leichtes Feeling von Unreal Tournament auf einem sehr guten Rechner. Ja, so ungefähr, ja. Einfach geschmeidig, sieht geil aus. Einfach smooth, einfach hübsch. So, was haben wir dann als nächstes? Outlast. Ja, ist er. Ist er wenig, ist er. Outlast, ich finde den Speedrun, pardon, beschissen. Weil Outlast selber ein sehr, sehr, sehr geniales Spiel ist, wenn man aufs Horror-Genre steht. Eins der Spiele, die man definitiv gespielt haben sollte. Outlast 2 war meh. Outlast Whistleblower wiederum war einfach nur muah, ja, super gut. Was meinst du, Naga, bei mir selbst oder was? Oder meinst du beim Event? Ich weiß nicht, ob. Ich glaube, Blood ist.